Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Direkt in die Tiefen der Hölle. Es ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Was zum? Was war das? Und, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt! Ryan, sind unterwegs. Episode 6, Katz und Maus. Ah, das klingt ja nach Hard Action. Ich bin gespannt. Uhr, Mittelmeer. Sie sein. Überall. Lass uns anfangen. Okay. Spielen wir durch Chris. Wie sollen wir sie finden? Ist täuscht. Gute Frage. Wir müssen überall suchen. Klasse. Jill und Parker suchen, das ist die Aufgabe. Die Tür ist natürlich zu. Was auch sonst. Die hier ist offen. Und der Raum kommt mir bekannt vor. Wenn Velcro uns zuerst findet, dann schnappen wir sie uns und fragen sie einfach. Es kann nicht das richtige Schiff sein. Aber die Tür lässt sich öffnen. Dann braucht man keinen Karten. Gerätführung. Oh, das ist einfach nur von außen öffnbar. Handgranate. Na, dann wollen wir mal. Ich glaube, die Kopfhörer können abnehmen. Ist Made in die Tür oder was? Diese Mutation ist neu. Das ist ein neuer Virus. Oh. Eine Munition verschwinden. Wir brauchen eine Lücke. Thank you.
Erstmal scannen. Weg hier. Der Mädel ist nicht mehr hier. Gucken wir jetzt uns wahrscheinlich. Ich weiß ja, wo es lang geht. Aus irgendeinem Grund haben wir die Schlüssel. Wir müssen erst noch Schlüssel finden. Für uns. Keine Zeit dafür. Munition. Ich hoffe nur, Jill und Parker sind okay. Na dann, auf in den Saal. Kommen, hier Jackass. Wie sieht's aus? Hallo, weißt du vielleicht, wo Parker und Jill sein könnten? Ich wüsste hier schon drin. Jill, Jessica? Warte! Wenn ich mir das Schiff so ansehe, scheint der Motor Probleme zu machen. Sie sind sicher im Kielraum und versuchen ihn wieder in Gang zu setzen. Das könnte sein. Los, wir gehen runter. Kielraum aufsuchen. Ich glaube, ich bin instinktiv richtig gegangen. Was ist das da? Das ist das Casino. Hier rum ist woanders. Hier kommen wir noch nicht lang. Die Gitter versperrt. Okay, das ist weird. Jetzt sind wir doch durchs Casino oder was? Scheint was zu. Wird uns hier kaum Wahl gelassen. Ich vermisse die beruhigende Casino-Musik, die wir hier hatten. Ist hier gerade darauf Spannung. Nein. Sind wir falsch? Schön. Natürlich, die wir nicht durchkommen. Ich glaube, dass da was drin ist. Ich glaube, ich habe auch. Oh no. Gib nicht
Mayday. Zwei von denen. Shit. Bist du mich? Na, sag ja so. What the fuck? Zwei von denen. Okay. Ich glaube, dass da was drin ist. Das glaube ich aber auch. Hab ich's doch gewusst. Gib nicht so an, schieß einfach. Oh, 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 oh. Ich glaube, der Mann kreist hier. Nicht die Treppen hoch. No, weg hier. Kommt jetzt nicht von beiden Seiten, oh Gott, ich steck schon wieder in Klemme. Ist doch nicht wahr. Was ist denn dieses Level? Was ist denn dieses Level? So viel dazu. Die Action macht mich warm. Lieber als Rape spielen. Müssen wir jetzt währenddessen Münzen suchen und da den. Schließen wir was. Sehe ich genauso. Keine Zeit dafür. Fuck. Hilf mir dann ab. Ich glaube, dass da was drin ist. Hab ich's doch gewusst. Gib nicht so an. Schieß einfach. Oh, bitte. Bleib, wo du bist, Hackfresse! Ich werfe mal noch ein paar Granaten. Shit. Impulsgranate. Wenn wir jetzt näher nachkommen, zu sehen nämlich. Fucking HP haben die. Nein, schon wieder eine Klemme. Das darf doch nicht, das darf doch nicht, das darf doch nicht, das darf doch nicht. Als ob das Spiel einfach davon wegrauchen. Schon größer an die Nachbarn, das wird es laut. Oh Mann. Gleich am Anfang schon hier. Es tut mir leid. Versuchen sie zu fliegen. Granaten. Pistolenmünze und die bringt's. Irgendwo lange Granaten rum.
Oh, okay. Fuck. Ich glaube, dass da was drin ist. Hab ich's doch gewusst! Gib nicht so an! Schieß einfach! Oh, bitte! Bleib, wo du bist, Hackfresse! Ich dürfte mal hier eigentlich nicht hinter. Und wenn wir hier eingekesselt sind, ist es vorbei. Muss irgendwie beide im Auge behalten. Nicht einer von denen auch nur berührt. Wenn der Gegner einfach OP ist. Ich hab hier keine Waffe mehr und ich bin tot. Noch Pistolenmunition. Shit. Wie soll denn das was werden? Doch mit der Munition nicht Platz, die ich habe. Und von beiden Seiten. So mein Mann. Natürlich nicht. Ich muss hier reinkommen. Ich glaube, dass jetzt hier stirbt. Na komm, stirb. Ich muss messern oder was? Das wird nix. Eins ist tot. Irgendwo noch Munition und eine Granate. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Da liegt noch ein bisschen was. Granate. Die muss sitzen. Puh. Meine Fresse.
drei Zapfschlüssel. Zeit, wo wir diesen Virus also auf die Welt loslassen. Ja. Und das Schiff ist bereits verseucht. Ich habe schon jetzt keine Munition mehr. Wir müssen aber den jetzt hinkriegen. Alter, später. Ich habe doch keine Munition mehr. Versuche mich durchzuschleichen. Hoch hier. Ja, hier waren wir mit Chill und Parker. Kommt sie hinterher? Müsste der Park nicht noch schon langsam unter Wasser stehen? Achtung! Motorenproblem! Melden Sie sich sofort im Maschinenraum! Bewegt sich nicht. Keine Zeit. Schön, die können wir zwar benutzen. Geht's endlich down? Wir können sonst an denen nicht vorbei. Müssen wir das scannen, um mehr. Immer weiter schießen! Um Heilung zu bekommen. Heilschuss. Money. Jetzt muss ich messen. Die mehr Munition.
Wieder Munition. Auch schön. Scheiße. Und wir müssen die noch scannen. Mich ja schon. Kein Wasser hier. Das müsste überflutet sein. Wo bist du? Jill. Dieser Raum sollte überflutet sein. Aha. Falsches Schiff. So, und weiter geht's. Zweite Röhre. Okay, ich muss auftauchen. Und zwar sehr schnell. Auftauchen.
Ah, hier. Hoch, runter, helfen. Irgendwo unten war das. Fürs 20 Jahre noch nicht daran, wie viele Versuche ich beim ersten Mal gebraucht habe. Kein Problem. Das Ziel. Beim ersten Let's Play, von dem ich endlich reden will.